Wenn Neues gebaut wird, bleibt es manchmal nicht aus, dass Altes weichen muss. So auch geschehen am Samstag, den 22. März in der Plauner Uferstraße. Für den Neubau des künftigen beruflichen Schulzentrums Technik, Ernährung, Hauswirtschaft musste ein 65 Meter hoher Schornstein gesprengt werden. Durch eine Bohr- und Sprengfirma aus Annaberg wurde der Gigant buchstäblich zu Fall gebracht. Wie gewöhnlich lassen sich die Plauner so ein Ereignis nicht entgehen. Und auch wir waren mit der Kamera vor Ort. Im Umkreis von 300 Meter wurde das Areal abgesperrt. Ein besonderes Dankeschön möchten wir dem Blumengeschäft Michel auf der Strausberger Straße 129 sagen, die uns freundlicherweise diesen Ausblick auf das Geschehen ermöglichten. Und Punkt 13 Uhr ging dann auch die erste der beiden Sprengladungen los. 4 Sekunden später folgte die nächste. 2 Sprengungen deshalb, um ein optimales Fallen der Äste zu garantieren. Es dauerte keine 10 Sekunden und das Spektakel war vorbei. Unser nächster Bericht von diesem Gelände wird hoffentlich von der Eröffnung des Schulkomplexes handeln.